Guten Abend allerseits und herzlich willkommen bei Fußballradio Schäl Sick. Leider nicht aus dem Marschwegstadion, und das können alle, die uns am Spieltag versucht haben, bereits live zu hören, nachvollziehen. Nichtsdestotrotz melden wir uns, wir, die beiden Kommentatoren, die im Stadion vor Ort waren. Das ist erstmal der Chris, meine Wenigkeit, und mein lieber Kollege, der Besnik. Hallo Besnik. Hallo Christian, hallo an alle zu Hause. Schönen guten Abend. Dann leider heute nicht, wie Chris das gesagt hat, aus Oldenburg, sondern leider dann jetzt von zu Hause mit ja einer kleinen Erklärung an euch, warum wir am Samstag leider nicht für euch live dabei waren. Wir haben es ja gesehen, dass dann doch einige im Chat waren, einige mit dabei waren und auf unsere Stimmen gehofft haben, die dann leider nicht so zu hören waren, wie ihr das vielleicht gewohnt seid. Deswegen wollen wir euch gerne ja, vielleicht nochmal mitgeben, warum das Ganze nicht funktioniert hat und trotzdem nochmal kurz über das Spiel reden, denn so blöd es klingt, wir hatten dann doch irgendwie die Möglichkeit, dann das Spiel noch zu gucken. Also es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie in einem geschlossenen Raum saßen, sondern wir waren tatsächlich im Stadion und haben es auch versucht, wie diejenigen, die dabei waren, dann auch gehört haben. Ja, richtig. Ich glaube, da haben wir uns tatsächlich nichts vorzuwerfen. Gerade du hast ja nun wirklich exzessivst versucht, das ganze Ding ans Laufen zu bekommen, wo ich ehrlich gesagt schon ein Stück weit resigniert hatte, weil das ist auch einfach eine Situation, die ist unglaublich frustrierend. Das ist, glaube ich, auch was vielleicht die Leute da zu Hause, die da genervt waren, dass wir so komisch geklungen haben, vielleicht ein bisschen beruhigt. Für uns war das mindestens so frustrierend wie für euch, die da unsere Stimmen so komisch verzerrt und in erhöhter Geschwindigkeit gehört habt. Man muss sich das mal vorstellen. Wir bereiten uns ja auch ein paar Stunden, ein paar Tage, je nachdem, wie intensiv derjenige das individuell macht, bereiten wir uns auf sowas vor, freuen uns da riesig drauf, fahren dafür extra quer durch Deutschland oder zumindest, naja, mal sagen wir mal halb quer durch Deutschland, sitzen dann da auf der Pressetribüne, in diesem Fall auch sehr beengt, zumindest was man ja mal sagen kann, und auch nicht komplett wettergeschützt, denn der Regen, der kam von hinten schon ziemlich fies einem in den Nacken und vor allen Dingen auch auf unser Equipment drauf, wo wir dann schon teilweise den, wie soll man das sagen, so eine Art Regenschirm mit unseren Jacken versucht haben zu bilden. Und ja, für uns ist das dann auch eine super frustrierende Situation gewesen. Und vor allen Dingen das, was es so fies macht, ist, dass man es nicht selbst beeinflussen kann. Man hat es nicht selbst in der Hand. Wir haben alles, wirklich alles versucht, was irgendwie in unserer Macht stand, um das Ganze für euch auf die Beine zu stellen. Und es ist, ja, es gab einfach keine Option mehr. Wir haben es wieder und wieder versucht. Ich weiß nicht, wie oft wir den Anlauf genommen haben, dass wir das Radio neu gestartet haben. Ja, im Endeffekt sind wir einfach an der Internetverbindung, an der fehlenden oder an der mangelhaften, die einfach nicht ausgereicht hat an diesem Standort, sind wir einfach gescheitert. Und egal über welchen Weg wir es versucht haben. Ja, tatsächlich, wie du sagst, also man ist einfach manchmal, und vielleicht ist das auch das, was wir euch vielleicht heute mitgeben wollen, man ist manchmal auf höhere Mächte einfach ja angewiesen. Manchmal können wir unser Bestes tun. Wenn die Internetverbindung nicht reicht, dann können wir leider so gut kommentieren, wie wir das vielleicht noch nie getan haben. Aber es ist, wie du es gesagt hast, für uns, glaube ich, noch mit am bittersten. Ihr konntet dann hoffentlich irgendwie im Kicker noch ganz gut nachlesen, was im Spiel passiert ist, oder irgendwie den Magenta-Stream anwerfen. Chris hat es gesagt, wir haben mit Sicherheit 20, 25, wenn nicht sogar noch öfter diesen Stream neu gestartet mit jeglichen Internetverbindungen. Also wir haben ja unsere eigenen Hotspots genutzt, wo ja bei Chris irgendwann dann der Hotspot oder das Internet auf dem Handy ganz weg war. Also du hattest ja gar keinen Empfang mehr. Ich Ja, hatte und immer noch drei Balken, die auch gereicht haben. Und bei dann sind mir ist es gekommen und gegangen, das Internet. Das war ja auch ganz strange. Das habe ich so auch ehrlich gesagt noch nie erlebt, seit ich diesen Handyvertrag habe. Das war konstant so über einen Zeitraum von 10 Minuten weg. Dann war es über einen konstanten Zeitraum von 5 Minuten wieder da. Dann war es aber genauso wieder weg. Ich weiß nicht, in was für einem Loch wir da gesessen haben, wo da dieses Stadion steht. Das war schon, also es war schon wirklich, als hätte sich wirklich alles gegen uns verschworen. So kam mir das vor. Und tatsächlich müsst ihr wissen, dass Chris Hotspot eigentlich der beste von allen ist. Also ich glaube, an allen Sportanlagen, wo eigentlich kaum Internet ist, ist bei dir immer noch ausreichend zum Stream. Und wir sind ja auch runtergegangen. Ich habe die Caro, unsere Kollegin aus dem Sponsoring, gefragt, kannst du mir kurz dein Handy le leihen? Und sie hat mir das sofort gegeben. Hotspot gelegt, alles versucht, es hat nicht funktioniert. Vielleicht für diejenigen, die nicht mit dabei waren, einmal ganz kurz die Erklärung, was das Problem war. Wir waren immer wenn wir dann auf Sendung waren, so etwa für 10, 15 Sekunden ganz normal zu hören, wie ihr das auch gewohnt seid.
Und ab dann bildeten sich immer wieder so 5-6 Sekunden lange Pausen. Und dann waren wir für 2-3-fache Geschwindigkeit zu hören. Also es war nicht so, Marcel Risse schießt das Tor, sondern Marcel Risse schießt das Tor. Ja, aber noch in einer unangenehmeren, also weil es irgendwie auch noch so hoch gepitcht klang. Und also das war absolut, dazu kamen dann so kleine Störklackergeräusche, sage ich jetzt mal, dazwischen. Wir haben ja dann auch tatsächlich mit einem Ohr selbst versucht, den Stream zu hören, während wir kommentiert haben. Und das war wirklich absolut nicht hörbar. Also jeder, der dabei war, wird das so unterschreiben. Und es war wirklich, man konnte keinerlei Inhalt in irgendeiner Weise verständlich rüberbringen, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll gewesen wäre, das fortzuführen auf diese Art und Weise. Genau, und deswegen haben wir uns ja dann ab, ich glaube, der 50. Minute ungefähr, wir haben es dann in der Halbzeit dann nochmal versucht, irgendwie auf Sendung zu gehen, haben irgendwie gehofft, dass die Leitungen vielleicht nicht mehr oder die Internetverbindung da nicht mehr ganz so beansprucht wird, aber es hat sich leider nicht geändert. Mit allen Verbindungen, die wir genutzt haben, es waren mit Sicherheit 4, 5. Es hat einfach nicht funktioniert und dann haben wir uns gesagt, okay, dann bevor wir hier ein Harakiri machen und euch die Möglichkeit oder irgendwie die Hoffnung geben, dass wir nochmal auf Sendung kommen, dann sagen wir euch, okay, es funktioniert halt leider heute nicht. Und konnten uns aber dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, wo ich dann gerne jetzt einmal hinkommen würde. Einmal weg. Problem, weil die hatten wir und die hoffentlich haben wir auch nicht mehr, wir sind auch mit Microcast übrigens im Dialog gewesen, vielleicht das noch als Ergänzung, also ich habe Microcast angeschrieben und das ist unser Anbieter und von denen kam 2 Minuten später auch noch eine Antwort, über welches Internet macht ihr das und so weiter, aber die konnten leider auch nichts machen, also es war leider, ja, einfach eine blöde Situation. Zum Spiel, tatsächlich war das dann so, dass wir vielleicht die, ja, unschönere Halbzeit dann uns angucken mussten, durften, wie auch immer. Die Zeit mit dem 1-0 von André Becker, wo er angeschossen wurde von Michael Schulz. Das 2-0 dann der Elfmeter von Mike Wunderlich. Christa, kannst du was sagen? Sagt er, wie er angeschossen wurde, da musst du erstmal stehen an dieser Stelle und dann so das Bein stillhalten, dass der Ball aber auch genau ins lange Eck trudelt. Und dann das hast du das, er wäre einfach angeschossen worden. Das war hohe Kunst von André Becker. Ja, sonst hätte er auch nicht in Hochkeppel 4-mal getroffen. Das tut mir leid, ja, André. Also bitte. Nein, das war natürlich ein Glücksding, muss man ganz klar sagen. Aber schon irgendwie, der Mittelstürmer steht halt da, wo er stehen muss, auch wenn es dann im Endeffekt wirklich eine reine Bandenfunktion quasi hatte. Ne? Ja, und das mag man über die Tore in Hochkeppel auch sagen können, dass das vielleicht dann doch 1-2 Mal Glück war. Aber hey, man muss als Stürmer, wie du sagst, auch einfach mal da stehen und auch das ist eine Qualität. Das müssen nicht immer die Kunstschüsse aus 30 Metern sein. Genau, und das erinnert mich auch, weil ich habe ja selber in meinen sehr unterklassigen Versuchen, Fußball zu spielen, habe ich ja auch immer Mittelstürmer gespielt. Deswegen kann ich mich da super gut nachvollziehen. Oder kann ich das super gut nachvollziehen, weil ich hatte auch dieses Talent. Nur genau umgekehrt. Ich habe immer da gestanden, wo ich hätte nicht stehen sollen, wo der Ball nicht hingekommen ist. Ja, und zum Glück haben wir aber André Becker vorne im Sturm. So nämlich. Richtig. Nutzt hat. Das 2-0, wie gesagt, der Elfmeter, wurde jetzt viel drüber diskutiert. Ich war dann auf der PK nach dem Spiel, wo dann auch Fuad Kilic gesagt hat, naja, für uns hätte es auch einen geben müssen. Ich glaube, wir waren einfach zu weit weg, um das, um beide Situationen richtig einordnen zu können. Ich habe es mir im Nachhinein auch nochmal auf Magenta angeguckt, sonst hätte ich da jetzt auch gar nichts zu sagen können. Der Elfmeter für uns war völlig berechtigt. Aber das kannst du in Echtzeit im Stadion aus unserer Perspektive da von den Presseplätzen, das ist unmöglich, das zu beurteilen. Ja. Also ich dann in der dritten Zeitlupe oder so hat man gesehen, wie der Justin Plautz, glaube ich, war es, wie der dann so im Grätschen die Hände hoch wirft quasi und dann genau der Ball von Paco da dran geht. Ist also völlig diskussionsfrei, dass das ein Handelfmeter ist, aber das hätten wir im Stadion. Wir haben ja auch beide sind ja auch davon ausgegangen, dass Michael Schulz der Torschütze vom 1-0 war. Während wir noch versucht haben zu kommentieren, weil wir einfach auch nicht gesehen haben, von welchem Bein jetzt im Endeffekt der Ball da abgefälscht worden ist. Wenn man dann überhaupt keine Möglichkeit hat, auf dem Monitor noch irgendwo auf eine Zeitlupe zurückzugreifen, was wir ja manchmal zum Glück haben, aber manchmal halt auch nicht. Ja, da geht es uns genauso wie jedem anderen Stadionbesucher auch, der dann erstmal vor Ort nur auf seine Eindrücke angewiesen ist und dann im Zweifelsfall danach halt mit den Fernsehbildern sich eines Besseren belehren lassen kann. Ja, und dann, glaube ich, konnten wir ganz froh sein, als dann Halbzeit war. Mit dem 2-0, die Oldenburger wurden dann immer stärker, auch in der zweiten Halbzeit. Und dann machten sie das 1-2. Und da habe ich noch zu dir gesagt, jetzt nicht wie gegen Halle.
Da hatten wir auch 2-0 geführt und dann ganz spät noch diese 2 Gegentore kassiert. In der Hinrunde übrigens, also jetzt nicht das letzte Spiel. Die Furcht, glaube ich, war nicht ganz unberechtigt, oder? Ich glaube, ich habe dich ein bisschen böse angeguckt in dem Moment, so nach dem Motto, jetzt, wenn du das jetzt beschrien hast im Endeffekt, dann habe ich das letzte Mal neben dir gesessen oder so. Ja, ich habe diese Sorge auch gehabt. Und hätte es diesen Elfmeter gegeben, den du jetzt vorhin schon angesprochen hast, wäre das ja gar keine so unrealistische Variante gewesen. Aber im Endeffekt haben wir ja dann im Gegenzug den Deckel zugemacht oder den Sack zugemacht, den Deckel drauf gemacht vielmehr. Und ja, ich finde, das ist auch nichts, wofür man sich schämen muss. Also ich habe da jetzt sogar diese, es gibt ja auf bei Liga3online.de gibt es ja immer diese Analyse von Baba Grafati von den strittigen Szenen. Den habe ich mir auch vorhin nochmal durchgelesen und er sagte, ja, Elfmeter hätte es geben müssen, aber weder Schieds noch Linienrichter konnten das aus ihrer Perspektive aus tatsächlich erkennen. Das war, ja, es war eine Fehlentscheidung, aber für beide war es nicht möglich, das so zu erkennen, dass sie das so auch hätten entscheiden können. Und dann ist das im Endeffekt sauärgerlich aus Sicht des VfB Oldenburg, aber ja, dann ist das halt einfach so. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass es uns umgekehrt nicht auch schon so gegangen wäre. Deswegen finde ich, also ich schäme mich da jetzt nicht dafür, dass wir da jetzt schön mal die 3 Punkte mitgenommen haben. Vor allen Dingen, nachdem Oldenburg die ja bei uns auch mitgenommen hat. Das ist eigentlich auch nur ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, und ich glaube auch, ich kann mich von vor ein paar Spielen auch erinnern, da hat André, hat Ben Voll beide Hände auf dem Ball. Der Ball wird dann geschossen. Das ist genau das Gleiche. Dann hat man mal Glück, mal Pech. Das ist, glaube ich, auch gerade in der Liga so, wo es dann keinen Videoschiedsrichter gibt. Das ist einfach der Fußball. Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und ganz ehrlich, wenn Mike Wunderlich seinen Schlenzer in der ersten Halbzeit nicht auf das Lattenkreuz, sondern unter das Lattenkreuz hebt, dann steht es da 3-0 und dann, glaube ich, kommt auch Oldenburg nicht mehr zurück. Das ist, glaube ich, auch ganz bestimmt so, ja. Und wie du das sagst, diese Szene mit Ben Voll, wie er da die Hände auf dem Ball hat, das waren ja nur Bruchteile von Sekunden, bevor ihm der Ball rausgetreten worden ist, dass er überhaupt die Hände erst drauf hatte. Das war ja nicht, dass er den schon seit 3-4 Sekunden festgehalten hätte oder so. Es war halt genau in dem Moment waren die Hände drauf. So, das ist aber so schwierig, je nachdem aus welchem Blickwinkel das dann im Spiel geschehen ist, das zu entscheiden und zu sehen. Genauso ist das jetzt in diesem Fall bei diesem griechisch-römischen Freestyle-Ring-Versuch von Moritz Fritz da gewesen. Ja, das ist ja auch im Endeffekt der Charme, wie du das richtigerweise sagst, der Fußballentscheidungen ohne Videoschiedsrichter, wo ja auch viele von uns sich das auch im höherklassigen Fußball wünschen würden, dass es wieder so wäre. Und dazu gehören dann nun mal auch solche unglücklichen Situationen, sagen wir es mal zumindest so, auch wenn wir es jetzt, ja, es war ja eine Fehlentscheidung, aber sozusagen eine, die nicht vermeidbar war. Oder ja gut, man kann natürlich sagen, die hätten woanders stehen müssen. Gut, aber dann, finde ich, berief man sich schon sehr in das Reich der das hätte, wenn und aber. Ja, und ich glaube, am Ende war es ja auch dann kein unverdienter Sieg. Also mit dem Tor von Marcel Risse, glaube ich dann, wie du sagst, da war der Deckel drauf. Klappt dazu, Affe tot. Ich glaube, Chris, damit belassen wir es auch bei dem Spiel. Ich glaube, die meisten von euch haben die Magenta-Highlights gesehen und würde jetzt ganz gerne nochmal mit euch den Blick nach vorne werfen, denn wir haben natürlich, wie ihr das von uns kennt, akribisch dann im Hintergrund weitergearbeitet und geguckt, funktionieren unsere Streams jetzt trotzdem, und Stand jetzt kann ich euch sagen, ja, ich habe gestern einen Stream versucht, gestern Abend im Stadion, und da hat es funktioniert, also eigentlich steht eine Übertragung am Samstag ja nichts im Wege. Hendrik und Jakob werden für euch dann am Mikrofon sein. Und wir haben einen ganz, ganz besonderen Halbzeitgast, den wir euch an der Stelle jetzt aber noch nicht verraten wollen. Jemand ganz Besonderes, den die meisten von euch vielleicht noch nicht so gut kennen, aber in Zukunft dann doch, ja, hoffentlich ein bisschen besser kennenlernen. Und der auch am Sonntag noch eine Rolle spielen wird im Sportpark Köhnberg. Ich glaube, das ist so der größte Hint, den ich euch noch geben kann. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich werde auch jetzt als Kollege, der nicht am Mikro sein wird, werde mir das anhören und bin da schon sehr gespannt drauf. Natürlich, erstmal freue ich mich jedes Mal, wenn die Kollegen reportieren, weil ich mir das auch einfach super gerne anhöre und dadurch auch für mich selber jedes Mal was finde, was ich noch bei mir besser machen kann, wo ich noch draus lernen kann. Aber auch gerade auf dieses Halbzeitgespräch, da bin ich wirklich sehr gespannt, weil da kann ich mich bestimmt nur anschließen. Das ist wirklich diesmal was sehr Besonderes, wo ich auch wirklich, ja,
richtig, richtig mich drauf freue, mir das anzuhören. Und ich kann euch sagen, ich bin mit dem Gast im Kontakt, auch er freut sich riesig darauf. Er hat schon gefragt, wie die ganzen sind. Ich glaube, er ist am aufgeregtesten von allen. Ganz gute Sache. Und Chris, der Gegner, der SC Verl, das klingt für alle irgendwie so wie die graue Maus der Liga, aber für uns ist Verl doch was Besonderes. Na, auf jeden Fall. Das war das allererste Spiel, was wir mit Fußballradio Schelsig jemals übertragen haben. Damals durften Daniel, Hendrik und ich jeweils eine halbe Stunde an der Seite von Tom Bayer das Ganze übertragen, von der Kommentatorenlegende überhaupt. Und das ist natürlich für uns erstmal was ganz Besonderes, aber auch ein ganz gutes Omen, weil das lief ja sportlich. Zumindest nachdem ich dann nicht mehr am Mikro war, lief es ja ganz passabel. Ja, hoffen wir nur, dass nicht wieder jemand, Grüße an Daniel, irgendwie da einen Stecker rauszieht mit seinen Füßen. Die Jungs sind da jetzt mittlerweile ganz routiniert. Aber ich sag mal so, wenn es beim Torjubel passiert, dann bin ich jemand, der sagt, ach ja, das ist dann sowieso eine Elfmeterentscheidung. Das gehört dann auch irgendwie ein bisschen dazu. Wie sagte, ich wurde auf der Rückfahrt von Oldenburg, wurde ich im Fanbus von einem sehr netten älteren Herrn angesprochen, der ganz viel Komplimente und Lob für uns ausgesprochen hat, aber dann auch meinte, ja, wir wären natürlich nicht so professionell wie die Kollegen vom WDR, aber das würde ja auch den Charme ausmachen. Und genau, finde ich, sowas gehört dann auch dazu, dass wir halt wirklich so mitfiebern, und wenn man dann tatsächlich mal so aufspringt bei einem Torjubel und dadurch halt wirklich mal der Stecker aus der Steckdose fliegt, also ich wäre, glaube ich, als Fan, wenn ich dann nur zu Hause säß und nicht jetzt beteiligt wäre als Teammitglied, ich würde das so lustig und sympathisch finden, ich könnte da nicht böse wegen sein. Ja, ich glaube auch. Und Chris, vielleicht zum Schluss dieser ja, Extra-Folge oder wie auch immer wir das jetzt gerade nennen wollen, Erklärung, Statement, wie auch immer. Etwas, was Daniel in dem Podcast auch immer gemacht hat. Wir müssen jetzt nicht den ganzen Spieltag tippen, aber vielleicht unser Spiel am Samstag gegen Verl. Was tippst du? Oh, okay. Ich tippe mal ein bisschen defensiv auf ein 2-2. Dann sage ich ein Tor weniger für unsere Gäste. Wir gewinnen mit 2-1 und bleiben weiterhin ungeschlagen. Und wünsche dann euch ganz, ganz viel Spaß am Samstag, wo auch immer ihr seid. Entweder im Stadion oder am Hörer bei Fußballradio Schelsig. Tauscht gerne Hendrik, Jakob und unseren Halbzeitgast. Wünsche euch eine tolle Woche. Bleibt uns gewogen. Und danke dir, Chris, dass du Samstag den Weg mitgemacht hast. Dass du dir auch jetzt heute nochmal die Mühe gemacht hast, mit mir nochmal kurz ja unseren lieben Freunden vom Fußballradio nochmal ein Statement zu geben, was den Samstag angeht, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Ich glaube, jetzt könnt ihr das vielleicht auch alle ein bisschen besser nochmal verstehen, warum manche Dinge mal nicht so funktionieren, wie sie ja funktionieren sollen. Und auch für deine, wie immer, fachkundige Expertise zum Spiel. Sehr, sehr gerne. Die Mühe hat sich, weiß Gott, in Grenzen gehalten. Das war mir ein Vergnügen. Und ich würde sagen, ja, schaltet am Samstag fleißig ein und auch weiterhin in Zukunft. Wie du sagst, bleibt uns gewogen. Und wir verabschieden uns von euch wie immer mit den drei magischen Worten, und die lauten: Tschüss, bis dann. Mal Idiot.